meiner Welt liegt Schnee, kein Mensch ist mehr zu sehen. So. Obwohl ich weiß, dass überall noch Leichen liegen sollen. Ich bin fertig. Allergie ist voll ausgeworfen. Scheiß Frühling, ich hasse den echt. Geht aber noch. Meine Stimme ist halbwegs wieder passabel. Samstag ist sie beim Auftritt total weggebrochen. War okay, weil wir zu zweit aufgetreten sind. Und dann hat einfach nur Claudius gesungen. Außerdem ist meine Stimme dann ein bisschen rauchiger. Rockt. Obwohl ich gar nicht rauche. Ne? Ist total schön. So. Montag, ja, genau. Ich stelle immer wieder fest, dass ich an meine Frustrationsschwelle stoße. Und zwar sehr schnell. Weil Menschen Regeln überschreiten. So. Also ich bin fast entspannt meistens. Fast. Aber es gibt halt so viele Sachen, wo ich dann denke, so, nee, das ist nicht erlaubt. So. Also so banales Zeug. Ne? Also ihr könnt mir alle den Vogel zeigen. Ist mir vollkommen egal. Ihr könnt mir alle den Vogel zeigen. So, ne? Also banales Zeug. Ne? Also wenn ich halte mich an Geschwindigkeitsbegrenzungen, ne? Weil ich denke, die haben einen Sinn. So. Gibt dafür irgendeinen Grund. Manchmal geht es darum, dass die Leute in Ruhe schlafen können. Dann meint er nicht, manchmal geht es auch darum, dass die Leute sicher sind, ne? Die da wohnen. Und manchmal auch, dass man sich selbst nicht gefährdet, weil es einfach gefährlich ist. Und manchmal einfach vielleicht auch nur, weil die Bock hatten, dass wir nicht so schnell fahren. Und das unterstütze ich. Und wenn mich dann so ein Schwachmat überholt, dann denke ich jedes Mal, also so, ne, mit so einer hohen Geschwindigkeit, denke ich mir, was soll das denn? Warum? Warum entscheidest du das? Ich habe mich ja auch darüber aufgeregt, dass Leute bei den Steuererklärungen betrügen. Ne? Oh Gott, ich mache mich wahnsinnig. Bei Steuererklärungen betrügen. Ne? Es geht ja nicht darum, dass die Steuern zu hoch sind. Ne? Müssen aber nur bezahlt werden. Wenn alle ihre Steuern einfach nur bezahlen würden, gut, okay, abgesehen davon, dass das Steuerrecht einfach eine Katastrophe ist und total kompliziert und total lächerlich. Und, ja, okay, ne? Ja, man könnte es einfacher haben. Aber gut. Ist mir egal, aber man muss sie einfach nur bezahlen. Ja, klar, möchten wir alle ein bisschen tricksen. Ja. Aber es ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt. Ja. So. Ja. Aber es ärgert mich auch jedes Mal, wenn ich an der roten Ampel stehe. Ja. Ich ärgere mich. Wenn ich stehe an der roten Ampel, ich warte auch. Ja. Und dann gehen Leute einfach rüber, weil ja keiner kommt. Ja. Also, wenn ich mit meinem Sohn da stehe, ich möchte immer hinterherlaufen und dem ins Kreuz treten. Ja. Es gibt doch einen Grund für Regeln. Es gibt doch einen Grund dafür. So. Und jedes Mal, wenn ich jemanden darauf anspreche und sage, ey, das ist doch nicht in Ordnung. Also wenn Leute auf dem Behindertenparkplatz parken und die gar nicht behindert sind, also wenn sie behindert sind, dürfen sie natürlich auf dem Behindertenparkplatz parken, aber wenn sie gar nicht behindert sind, ne, ich möchte die wieder ins Auto zurückschubsen und dann die Türen zukleben. Es gibt doch einen Grund dafür. Das ist so respektlos. Ja. So. Immer, aber das kann ich dann selbst entscheiden. Ne? Das kannst du selbst entscheiden. Ne? Ja. Es gibt einen Grund für so einen ganzen Scheiß. Es gibt einen Grund dafür. Für ganz viele Sachen gibt es einen Grund. Ne? Also für Depressionen gibt es auch oft einen Grund und oft auch Auslöser und so weiter. Ne? Für dieses Verhalten gibt es ja auch Auslöser. Das Leute. Am Hauptbahnhof in Hamburg, ne, gibt es auf der einen Seite gibt es so einen zweigeteilten, sehr breiten Weg für Fußgänger. Und da sind Pfeile drauf. So. Damit das entspannt geregelt wird. Und irgendwelche Vollpfosten laufen immer gegen die Pfeilrichtung. Was stimmt mit den Menschen nicht? Was stimmt mit den Menschen nicht? Ich wünsche mir immer so eine, so wie diese ganz in diesen Gladiatorenkämpfen, Filmen, wo die dann halt so Schulterpolster haben mit so Pikern dran. Ne? Wünsche ich mir. Ich mache das natürlich alles nicht. Ich weiß, es ist ja auch, das ist ja auch. Aber ne, warum? Was soll das? Ne, das ist mir doch ja. Da musst du musst halt auf der Seite gehen, wo die ganzen langsamen Rentner sind. Und hier komme ich dir entgegen und nagel dich einfach um. Was soll das? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, verstehe es nicht. Ja, auch die hier Mütter, die dann irgendwie auf dem Kinderspielplatz rauchen. Ja. Da stehen Schilder, dass man nicht rauchen soll. Ne?
Aber es ist ja egal, ne? Oder noch ein kleines Sektstößchen, ne? Das ist. Was soll das? Das sind ja nicht mal meine Regeln. Ne? Wenn es nach meinen Regeln ginge, dann wäre es sowieso alles ganz anders hier. Ne? Und ganz oft denke ich so, ey, ne? Ein paar Sachen sind auch mir auch unverständlich, weil ich immer denke, das ist keine Regel, es ist einfach normal. Ne? Also wie oft muss man denn U-Bahn oder überhaupt Bahn fahren, um zu erahnen, dass wenn der Zug hält und die Türen aufgehen, man nicht einsteigen kann, weil erst noch Leute aussteigen. Wie oft muss man da gefahren sein? Wie alt muss man? Ich verstehe es nicht. Ja. Und wenn es nach meinen Regeln ginge, würde ich immer sagen, so alle sofort raus und alle plattwalzen der Vortür. Also nach meinen Regeln geht er nicht nach meinen Regeln. Aber ich meine, so wie alt muss man denn werden für seinen Scheiß? Ich verstehe es nicht. Reißverschlussverkehr beim Autofahren, auch so ein Ding, ne? Ja. Dann fährst du mit dem Auto ganz bis nach vorne vor, dann lassen sie dich nicht rein. Nee, du hast mich gerade überholt hier. Dich lassen sie nicht rein, ne? Das ist das Prinzip des Reißverschlussverkehrs, dass man ganz vorne reinfährt. Ist mir egal. Ja, tatsächlich ist meine Regel, ich hab ganz einfache Regeln. Ich habe wirklich ganz einfache Regeln. Ja, also ich erwarte nicht, dass sie jeder befolgt, aber das wäre einfach cool. Ja, weil es sind Höflichkeit und Respekt sind meine einzigen Regeln, die ich habe. Und wenn es danach ginge, wäre es echt entspannt. So. Und dann, ich meine, ich behaupte jetzt nicht, dass ich in eine Depression verfalle, weil mich jemand in einer 30-Zone überholt. Nein, mit Sicherheit nicht. Aber es sind halt so Dinge, die ich grundsätzlich bei Menschen nicht verstehe. Ich verstehe es grundsätzlich nicht. So, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Verstehe nicht, wenn die Leute bei Facebook alle diesen Kram liken und sagen, ja, das ist echt schlimm hier, ne? Hier werden Tiere geschlachtet und Gott, aber ich esse sie trotzdem. So, ne? Schlimm, oh geil, ist ja furchtbar. Ne? Ja, Fremdenfeindlichkeit, ganz furchtbar. Nee, ich kann mich jetzt um Flüchtlinge nicht kümmern, aber Fremdenfeindlichkeit, also ja, es ist furchtbar. Ja. So, ne? Also mit Höflichkeit und Respekt und so weiter und so weiter, naja, aber kommt man nicht weit, denke ich mir dann immer, ne? Kommt man nicht weit. Kommt man nicht weit. Nee. Also, ich habe mir aber mittlerweile angewöhnt. Ich lasse sie alle machen. Ich lasse sie alle machen. So, also deswegen, natürlich denke ich, ey, du läufst doch an mich rein. Du bist auf der falschen Seite. Du Geistergeher. Geistergeher. Das sind die Leute, die sich auch noch so genervt angucken. Manchmal schaffe ich es zu lächeln. Manchmal gucke ich einfach weg. So. Ja. Es gibt Regeln. Es gibt Regeln. Eine Regel ist natürlich auch, sich nicht auf alles einzulassen. So. Abperlen lassen. Schaffe ich nicht immer. Manchmal rege ich mich einfach auf. So. Wie jetzt momentan gerade. So, ne? Kleinigkeiten. Verstehe ich nicht, aber ist halt so. Muss man durch. So ein kleines Mega-Video, ne? Ich habe so ein extremes Gerechtigkeitsempfinden. So. Wobei ich es mit Regeln nicht so genau nehme, ne? Mit Gerechtigkeit. Nur wenn sie mich betreffen, ne? So. Meistens. Ne? Kann natürlich auch anders mal sein, ne? So. Da muss er einfach mal raus. Muss er raus. Das ist ja so, ne? Es gibt Regeln. Ja. Ihr könnt mich jetzt auch gerne steinigen und sagen, ey, du machst aber auch so. Ja, ich mach auch. Machen wir alle. Aber das ist ja genau immer das. Ja, weil du das machst, darf ich das ja auch. Das ist ja genau das. Naja. Macht, was ihr wollt. Ich mach da nicht mit. So. Ich mach mein eigenes Ding. Aber ich versuche dabei, die Leute in Ruhe zu lassen. Und ja, nochmal ganz kurz, ne? Es gibt immer einen Grund, warum jemand zu schnell fährt, warum er auf der falschen Seite fährt oder geht, warum er die Steuern hinterzieht. Es gibt immer irgendeinen Grund. Oder warum er jetzt doch zu McDonald's geht und da isst. Es gibt immer einen Grund, weiß ich. Und immer eine Entschuldigung. Immer. Ist mir aber egal. Das sind meine Regeln. Punkt. Langweiliges Video. Tschüss, wir sehen uns Mittwoch wieder.
dann erzähl ich noch mehr. So, und ich bin allergisch auf alles jetzt gerade. Tschüss.